Einen herzlichen Gruß aus der St. Antoniuskirche in Herten. Drei Kerzen, eine Flamme. So hat der Religionslehrer in Schultagen versucht, uns das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit näher zu bringen. Ein Gott, drei Personen. Klingt kompliziert, ist es auch. Immer wieder haben Menschen versucht, sich diesem Geheimnis zu nähern. Theologen und Künstler, wie der Künstler unserer Kirchenfenster hier, unserem Chorfenster, oben Gott Vater, da kaum zu erkennen der Heilige Geist und unten drunter Gott Sohn Jesus Christus. Letztlich bleibt es ein Geheimnis. Was uns bleibt, sind die Erzählungen in unserer Heiligen Schrift. Sie handeln von dem einen Gott, von Gott dem Vater, von Gott dem Sohn Jesus Christus und von Gott dem Heiligen Geist. Von dem einen Gott, der uns Menschen liebt. Dieses Geheimnis zu feiern, haben wir uns heute hier in der Kirche versammelt. Am Dreifaltigkeitssonntag. Wo und wann immer Sie uns auch zuschauen mögen, ich wünsche Ihnen eine gute Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gottesdienst heute Abend auch im Namen von Frau Dr. Ortmanns, die heute predigen wird. Am heutigen Sonntag begehen wir den Dreifaltigkeitssonntag. Dreifaltigkeit, was meint das? Um dies zu verdeutlichen, werden oft Symbole genutzt, zum Beispiel Streichhölzer, jedes für sich alleine, bildet eine Flamme. Aber führt man die Streichhölzer dann ganz behutsam und eng zusammen, so ist nur eine einzige Flamme zu sehen. Ein anderes Symbol ist der Dreiklang. Aus drei einfachen Tönen entsteht eine wohlklingende Harmonie. Oder das Kleeblatt. Drei Blätter bilden gemeinsam ein Blatt.
Vater, Sohn und Heiliger Geist, göttliche Personen allesamt und doch nur ein Gott. Diesem Geheimnis der Dreifaltigkeit wollen wir uns heute Abend nähern. Bitten wir ihn um sein Erbarmen. Gott Vater, mit Weisheit hast du unsere Welt erschaffen. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du begleitest uns auf unserem Weg. Christus, erbarme dich. Heiliger Geist, du stärkst uns in unserem Leben. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich unser, er nehme all das von uns, was uns trennt, voneinander und von ihm, damit wir mit frohem Herzen diesen Gottesdienst feiern können. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns in Jesus deine Liebe geoffenbart und dadurch in dein Geheimnis eingeführt. Hilf uns, dass wir dieses Entgegenkommen deiner Liebe begreifen und unser Leben danach ausrichten. Hilf uns auch verstehen die Größe der Dreifaltigkeit, dass du in Jesus durch den Heiligen Geist wirkst. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist Dreifaltigkeitssonntag. Dreifaltigkeit bedeutet, wir glauben an einen Gott in drei Personen. Und immer wieder, auch in jedem Gottesdienst, machen wir uns das deutlich durch ein Zeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darin drückt sich die Dreifaltigkeit aus. Sie drückt sich auch ganz sinnenhaft aus. Wir grüßen zuerst den Vater, berühren die Stirn, den Sitz unserer Gedanken, unseren Verstand. Der Vater wird auch oft verbunden mit dem Schöpfergott, der Gott, der die Welt ins Leben rief. Wir berühren das Herz und denken an den Sohn. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, kam in diese Welt hinein und sein Kennzeichen war die Liebe. Die Liebe, die er gelebt hat, Verbundenheit mit Gott, den Menschen geschenkt. Und wir berühren die Schulter und denken an den Heiligen Geist. Letzte Woche an Pfingsten stand er im Mittelpunkt. Der Geist als die Kraft, die uns geschenkt ist. Der Beistand, die neue Energie. Im Hebräischen Ruach, die Geistkraft. Etwas, was uns beleben will und immer wieder stärken möchte. Und diese drei machen wir uns immer wieder bewusst, mehrfach in jedem Gottesdienst. Das Kreuzzeichen begleitet uns. Es ist oft das Erste, was Kinder über den Glauben lernen. Und das Kreuzzeichen verliert seinen Schrecken. Kreuz bedeutet an sich etwas Trauriges, Leiden. Das Kreuz auf sich nehmen. Im Christlichen sehen wir die Hoffnung dahinter und in dieser Verbundenheit mit Vater und Heiligem Geist sehen wir auch verschiedene Ebenen. Einmal die Ebene nach oben, die göttliche Ebene, die Verbindung zu Gott Vater. Und wir sehen die ausgestreckte Ebene zu den Menschen hin, besonders verkörpert durch Jesus selbst. Das Kreuzzeichen begleitet uns durchs Leben. Und das Kreuzzeichen ist etwas, was wir sinnenhaft und ganzheitlich machen. Und so stellen wir uns immer wieder als ganze Menschen auch vor Gott. Wir sind da, mit unserem Verstand, mit unserem Herz und mit unserem Körper. Und dieser eine Gott in den drei Personen, und das war mal ein Aha-Erlebnis für mich bei einer Veranstaltung auf einem Kirchentag, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, Anfang der 2000er Jahre,
in einem Bibelkurs von Anneliese Hecht. Und sie machte deutlich, diese Dreifaltigkeit bedeutet, Gott ist in sich Beziehung. Es ist ein Gott in drei Personen. Ein Gott, der Kontakt aufnehmen möchte, auch zu uns. Ein Gott, der nicht erhöht bleibt, irgendwo im Himmel, weit ab und weit entfernt von uns, sondern ein Gott, der da ist für uns. Und so hat er sich auch dem Mose als erstes offenbart. Ich bin Jahwe, der ich bin da, für euch da. Ein Gott in Beziehung, der selbst Mensch wird und uns dadurch zum Vorbild wird. Gott, der uns zeigt, wie wir die Liebe hier auf Erden leben können, leben sollen, in seiner Nachfolge. Niemanden ausgrenzen, allen Menschen gleichen Wert und gleiche Würde zu erkennen. Das hat Jesus getan. Und er fühlte sich besonders hingezogen zu den Menschen am Rande, zu den Ausgegrenzten. Für sie hatte er ein offenes Ohr. Er war eben ein beziehungsreicher, ein beziehungsfähiger Mensch. Gott wird Mensch in ihm. Und dann der Heilige Geist, die Kraft, die uns beleben und bestärken soll, die uns immer wieder neu beziehungsfähig machen möchte. Schwierig in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, wo wir auf Distanz zueinander bleiben sollen. Aber selbst mit Maske können unsere Augen sprechen. Wir können uns zunicken, wir können dadurch immer noch Freundlichkeit ausdrücken. Und wir können, wenn nicht körperlich, so auch anders in Verbindung bleiben. Vielfach genutzt über die sozialen Medien. Wir standen in Verbindung oder übers Telefon. Wir hatten einander immer noch im Blick. Wir wissen nicht, wie die Zeiten sich wandeln werden, was noch kommen wird. Aber wir haben die Zusage von Gott her. Wir sind nicht alleine. Wir dürfen uns immer wieder an ihn wenden. Er stärkt den Kontakt zu uns. Wir dürfen zu ihm sprechen wie zu einem Freund und auch immer wieder die Erfahrung machen, wir werden gehört. Er begleitet uns durch alle Zeiten, durch Höhen und Tiefen. Er ist für uns da. Ihm dürfen wir vertrauen, uns immer wieder auch an ihn wenden, mit all unseren Nöten, mit all unseren Bitten. Gott ist da für uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Lasst uns dem dreifaltigen Gott unsere Bitten vortragen. Für alle, die sich schwer tun, in Gemeinschaft zu leben, deren Vertrauen und Beziehungsfähigkeit gestört sind, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich dem Wehen des Geistes gegenüber verschlossen halten, die festhalten wollen und Angst haben vor seinem belebenden Wirken. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die nicht an einen barmherzigen und befreienden Gott glauben können, die unfrei und unter religiösen Zwängen leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die menschenunwürdig und am Rande unserer Gesellschaft leben, für die, die darauf warten, dass wir auf sie zugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die ihr Leben vollendet haben, dass sie dich in ihrer ganzen Fülle erfahren dürfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, aus Liebe hast du uns geschaffen. In Liebe bist du uns nahe durch deinen Sohn. In Liebe leitest du uns durch den Heiligen Geist. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, allmächtiger Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gott, unser Vater, nimm aus unseren Händen, was du in sie gelegt hast, den Hunger nach Leben und das Brot des Himmels, den Durst nach Liebe und den Kelch des Heiles. Sende deinen Geist und wandle unser Leben. So wirst du vollenden, was du begonnen hast. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Ja, heiliger Gott, es ist recht, dir zu danken. Es ist gut, dich zu preisen, du Urgrund des Lebens. Du, Vater, hast das Leben erschaffen. Dein Sohn hat uns erlöst. Der Heilige Geist heiligt uns als deine Kinder. Wir beten dich an in deiner göttlichen Größe und beugen uns vor dem unerforschlichen Geheimnis deiner Dreifaltigkeit. Wir preisen dich mit allen deinen Geschöpfen und stimmen ein in den Lobgesang deiner Engel und Heiligen, die ohne Ende singen.
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du, und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte dann, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar. Das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh, Herr, auf die Gabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Gabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Vater, gedenke aller, für deren Heil wir diese Gaben darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester, Diakone und Ordensleute, für alle Frauen und Männer im kirchlichen Dienst. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind. Und schenke uns allen das Erbe des Himmels, in Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Antonius und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Jetzt und in Ewigkeit.
Lasst uns beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht ihr im gebrochenen Brot, Christus unser Leben. Ihr nehmt ihn weg, die Sünde der Welt. Ja. Weil ihr Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Den Geist, der ruft, Abba, Vater. Der Leib Christi. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben den Leib deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in drei Personen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.